1300 Kilometer in 8 Tagen. Vom Innsbrucker Bergisel zur Londoner Tower Bridge. Noch bevor in London nächste Woche die Olympischen Spiele eröffnet werden, fiel bei strahlendem Tiroler Bergsommerwetter der Startschuss für einen Radmarathon der ganz besonderen Art. Unter der Schirmherrschaft der Tirolwerbung traten mehr als 20 teils prominente Pedalritter den Weg zu den Olympischen Spielen nach London an, wo ihre Ankunft am Vortag der Olympiaöffnung erwartet wird. Innsbruck und London verbindet in sportlicher Hinsicht eine weltweite Einzigartigkeit. Sie sind künftig die einzigen Orte, die bereits 3-mal Olympische Spiele ausrichten durften. Für Tirol eine perfekte Gelegenheit, die Vielfalt der führenden Sport- und Urlaubsregion in den Alpen ins Rampenlicht zu rücken. Im ersten Tiroler kommt das gut vor. Also ich war, wo ich hinschaue, auch im Skisport, ist auch Tirol überall präsent, auch ein Bonneus V ist als Sponsor. Da ist seit Jahren einfach gut gearbeitet worden und ich glaube, Tirol ist in aller Munde und ich finde, das sind wichtige und gute Akzente, die da gesetzt werden. Ich glaube, das ist überhaupt eine tolle Sache. Ich glaube, das ist für die ganz Tirol und Tirol-Werbung, glaube ich, eine gute Geschichte, wenn man sieht, das Aufgebot, was da ist und was da mitfährt. Und ich glaube, das ist sicher eine gute Reklame. Und wir haben ja viele gute Stationen unterwegs, wo wir sicher Tirol gut vertreten werden. Und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle, dass wir dort dabei sein können und werden das Österreicherhaus mit Tirol-Beteiligung gut vermarkten. Tirol hat so viel zum Bieten und wenn wir das dann in England zeigen, dann ist das sicher eine Riesenchance. Und ja, ich glaube, unsere Gastfreundlichkeit und Tradition, aber dann auch die Moderne, das ist einfach, passt gut zusammen und ich bin gerne in Tirol. Der Sommer ist in Tirol auch wichtig und da ist einfach das Radlfahren das, was die Leute animiert, neben Wandern und Winter Skifahren sowieso. Und von dem her, glaube ich, ist das genau der richtige Weg, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Ja, es gibt ja viele Gründe, warum wir diese Radfahrt machen und ein Hauptgrund ist sicherlich, dass wir die Olympischen Spiele in London vor der Haustür auch nutzen wollen und dank einer Partnerschaft mit dem Österreichischen Olympischen Komitee auch hervorragend nutzen können. Wir sind also hier der Premium-Partner, die Nummer 1 sozusagen in diesem Reigen, die da aus Österreich mitmarschieren. Das Haus wird einen alpinen Tiroler Charakter haben. Die Zillertaler Schützen werden uns empfangen, neben den Beefeaters aus London. Es wird da Tiroler Musik geben, eine gute Kost dazu. Es wird auch ein bisschen die Bildwelt in diesem wunderbaren englischen Haus auch ein bisschen auf Tirol und unsere schöne Welt aufmerksam machen. Und wir werden eine Vielzahl von Veranstaltungen dort auch noch abhalten. Die spektakuläre Tour steht im Zeichen der Menschlichkeit. Unterwegs wird Geld zugunsten der englischen Disability Snowsport UK gesammelt, einer Organisation, die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, Schneesport auszuüben. Unterstützung kommt auch von der britischen Charity Lady Heather Mills, die nach einem Unfall 1993 den linken Unterschenkel verlor. DSUK, Disability Sports UK, is really, really important because it's raising money to help people with disabilities have the chance to try all sports and not feel limited. This bike ride is really, really important to raise funds for DSUK and going from Tirol is a great start. So yeah, we're really excited. 10.000 Höhenmeter werden bei der Tiroler Charity-Radtour zurückgelegt. Nach der Ankunft im Herzen Londons wird das Herz der Alpen dann erstmals als Partner des ÖOC im Austrianhaus Tirol für alpine Atmosphäre sorgen. Mit öffentlichkeitswirksamen Events und vielen Aktionen der Partner sollen dabei wichtige Kontakte für den Wirtschaftsstandort und die Tourismusdestination Tirol neu geknüpft und gepflegt werden. London ist für uns ein hochinteressanter Platz, weil dort sitzen sehr, sehr große internationale Partner, die mit uns jährlich das Geschäft aus Asien, aus USA, aus dem arabischen Raum abwickeln. Natürlich auch die englischen Veranstalter. Und deshalb ist Innsbruck zu Recht da dabei. Viele Gründe, die uns auf diese olympische Straße nach London führen. Da muss man präsent sein, da muss man Augen und Ohren offen haben und kurbeln, wie es so schön heißt. Dann ergibt sich immer noch was zusätzlich, weil wir wollen gute Tiroler Geschichten erzählen, weil irgendwelche Werbemascherl interessieren heute ja wirklich niemanden mehr. Es muss das gemacht werden, was echt ist, wo die Leute dahinter stehen, wo auch Begeisterung wirklich spürbar ist. Und ich glaube, das können wir da behaupten.